Willkommen zurück zu einer weiteren Folge YouTubers Live 1 und ja, direkt weiter. Einer meiner größten Träume war es, in einem neuen Haus zu leben. Durch den Umzug konnte ich auf mehrere Vergünstigungen zugreifen, wie bessere Internetgeschwindigkeiten, mehr Speicherplatz für Channel Gadgets oder sogar Mitarbeiter einstellen. Ja. Warte mal. Ach, das ist das hier. Das wäre mein Zimmer? Hol dir 160 als Anzahlung für das neue Haus und zieh mit deinem Freund dort ein. Aber... ja, komm, scheiß drauf, geht nicht anders. Geht nicht anders. In genau diesem Raum wurde mir klar, dass ich wirklich von YouTube leben könnte. Abgesehen davon hatte ich Zeit, Kurse zu belegen und meine Fähigkeit als YouTuber zu trainieren. Trotzdem hatte ich noch andere Pflichten. Ich war schon bei meinem neuen Apartment, da ich nicht mehr bei meinen Eltern lebte. Konnte ich tun und lassen, was ich will, aber ich hatte auch neue Verantwortung. Von da an konnte ich essen, was ich wollte. Sieht schon nicht schlecht aus. Also muss ich sagen, ich würde es aber tatsächlich ein bisschen anders gestalten, ne? Um ehrlich zu sein. Ich würde das Bett eventuell mit dem Ding hier hinstellen. Die Sitzfläche hier hin. Moment. Habe ich jetzt irgendwas gemacht? Nein. Ich bin nämlich gerade rausgetappt. Ich muss sowieso mal ganz kurz was gucken. Einstellungen. Kann ich gerade nichts machen. Scheiße. Also, ich hätte das Bett auf jeden Fall hier hinten. Ich würde vielleicht sogar das Ding komplett an die Wand stellen. Das Bett dahin und... ja, egal. Reden. Ah, okay. So, Essen kaufen. So. Deine Wohnung hatte einen Vorteil. Ich konnte Charisma-Punkte sammeln und meine Fähigkeiten verbessern. Dank der Kurse, die ich aus dem Bücherregal auswählen konnte, konnte ich anhalten und den Kursfortschritt fortsetzen, als ich durch das Bücherregal wollte. Hallo Ike, Sie werden dieses Strawberry-Kurs 9200 Smartphone bald auf den Markt bringen und es soll eine neue Pipe Social Network App haben. Ich werde dir eine Einladung auf deinen Smartphone-Kalender schicken. Vergiss nicht zu antworten. Bis dann. Kurs fortsetzen. Ich kann gar keinen Kurs belegen, ich habe kein Geld. Arbeiten. Hier 6 Stunden. Oh, da ist jemand müde. Also wie gesagt, ich würde das halt ein bisschen anders eingehen. Vielleicht hätte ich sogar das Bett hier beim Fenster eingestellt. Und dann diesen Schrank so davor, dass wenn man reinkommt, man nicht gleich aufs Bett gucken kann. Ah, das sind meine Spiele. Ah, okay. Gut. Moment mal. Nein. Was mache ich denn? Alter.
Counter-Strike hoch aufnehmen. Oh, ich habe ja hier niedrig. Okay, hoch. Fortsetzen. Da kam gerade wieder jemand in mein Zimmer geschissen, ohne anzuklopfen. Gar nicht gut. Vor allem, das ist doch ein Mädel. Die hat doch eine Oberweite. Und warum? Egal. Jetzt ist sie im Hintergrund im Video drinne. Und schon wieder. Weißt du, dann zieh dein Röckel hoch, das gibt mehr Views. Alter. Mann, Mann, Mann. Hochladen. Neue Karten verfügbar. Oha. Level up. Ja. Und wieder Talentpunkte. Sprachgewandt. Mit den folgenden Videos kannst du plus 6% mehr Abonnenten erreichen. Erste Eindrücke, Reviews und Unboxing. Mit den folgenden Videos kannst du 12% mehr... Mach mal. Habe ich hier schon was? Moderiere die Kommentare zu deinen Videos, um sie zu verbessern. Deine Abonnenten werden spenden, wenn du genug Likes für deine Videos bekommst. Okay. Handypräsentation. Die wollen doch wieder Geld haben. Ich habe 110. Wo kommt das auf einmal her? Ha! Ticket kaufen 0. Okay. Schau mir beim Spielen zu. Ahoi. Kauf dir 2 neue Spiele. Ah, da ist mein Geld wieder weg. Das reicht nicht mal. Yeah! Arbeiten. Da. Ah, okay. Neues Spiel. Und noch ein neues Spiel. Yay! Schlafen. Morgen hast du den ganzen Tag damit verbracht, wie es hochzuladen. Du bist wirklich unermüdlich. Ich liege im Bett und penne. Ey, was geht denn bei der ab? Die kommt in mein Zimmer, während ich penne, und geht einfach an den PC? Hey, was ist denn mit der los? Oha, was ist denn da los? Ah, okay. Ja. Was macht die in meinem Zimmer? Und jetzt? Willkommen bei der Präsentation des neuen Strawberry Cruise 9200. Wir hoffen, dass das Strawberry blablabla den Markt für mobile Geräte revolutionieren wird. Dieses neue Handy verbindet dich mit einem sozialen Netzwerk, in dem du Nachrichten an deine Freunde senden kannst. WhatsApp.
Du kannst deinen Freunden folgen und Nachrichten an die Pinnwand hinterlassen. Zweifellos ein tolles Technik-Gadget. Instagram, TikTok, keine Ahnung, was es noch alles gibt. Facebook. Ja, das Gerät wird am 13. Februar zu einem Preis von $115 veröffentlicht. Alle unsere Gäste erhalten heute einen Rabatt von 45 Cent, Dollar. Okay, das ist genug, ich gehe jetzt. Okay, dann gehen wir mal. Hallo, ich heiße Hust Hust, ich bin der Vertreter von Honig. Ich hoffe, wir können auch in Zukunft zusammenarbeiten. Okay. Solange ich Rabatte bekomme, alles gut. Da bin ich. Ey, die folgt mir schon wieder Schritt und Tritt. Redner. Hallöchen, bist du Ike? Ich habe gehört, dass du ganz gute Videos machst. Könntest du für mich ein Spiel aufnehmen und es hochladen? Ich werde es dir schicken. Okay. Akzeptieren. Redner? Hey Ike, ich möchte ein Gameplay-Video machen, weiß aber leider nicht, wie ich es aufnehme oder bearbeiten soll. Könntest du... Okay. Hey Ike, ich möchte ein Gameplay-Video machen. Okay. Bringt wenigstens Money. Sag mal, warum? Ah, jetzt. Pass auf. 1 Million. Ah, nee. Ich dachte schon, man braucht da 1 Million Abonnenten. Warum kann. Hey, jetzt. Ich verstehe das nicht. Ja, kann ich jetzt noch irgendwas machen oder nicht? Profil ansehen. Bianca, ich wusste, dass das ein Mädel ist. Ach komm, wenn wir schon mit der zusammen wohnen, daten. Boah, die will nicht? Boah, nö. Ich gehe alleine hin. Tschüss. Geh weg, ich gehe alleine nach Hause. Warte, bis du dran bist. So. Er sieht aus wie ein glückliches Pärchen. Alter, was ist das denn für einer? Genug posiert, du kannst jetzt gehen, dich kennt keiner. Bitte? Alter, ist der überheblich. Voll der Arsch, ey. Ich muss das neue Strawberry um jeden Preis haben, nachdem ich noch ja, ich muss $70 auftreiben. Wie wär's denn, wenn wir erst mal noch ein Gameplay machen? Counter-Strike, Planet Wars Bro und Planet Wars. Wir nehmen mal eine Runde Planet Wars auf. Aufnehmen. Weiter. Da kommen jetzt die ganzen Pakete an. Weil die geben ja wieder Geld. Das da. Das
Monster. Und das da. Ich glaube, mein PC ist schon wieder kaputt. Okay. Komm, ich muss Geld verdienen. Reparier mal. 6 Stunden. Kauf das Telefon. Essen. Die Musik gefällt mir gerade im Hintergrund. Voll cool. Sehr cooles Video. Wann werden wir das nächste sehen? Sehr bald. The Last Night. Irgendwas mit Omega. Okay. Das da und das da. Dann machen wir erstmal das da. Weiter. Hey, die Musik gefällt mir gerade im Hintergrund. Das da. Ich habe das jetzt erst mitgekriegt, dass dort steht, was mit dem Spiel passiert. In der was? In der vierten Aufnahmesitzung gerade von mir. Wow. Und jetzt noch das Omega. Ich muss warten, bis das da fertig ist. Ja, komm, geht ja nicht anders. Neues Spiel. Okay. Willkommen auf der Präsentation von Disturbing Barbarian. Das ist ein Jump'n'Run-Spiel und wir werden es für die Honey Play Studios rausbringen. Jump'n'Run? Naja, ist nicht so meins. In den Previews bekommt das Spiel eine Wertung von gut. Das Game wird am 19. Februar zu einem Preis von $35 veröffentlicht. Wer ein kostenloses Exemplar möchte, fragt einfach beim Fototermin danach. Ich sollte jetzt gehen. Nach dem Spiel fragen.
Ich mag dich, also gebe ich dir das Spiel. Sag's aber niemandem weiter. Yeah! Wir können das Spiel testen, bevor es andere spielen. Ich hoffe, die Vertragsbedingungen sind kein Hindernis für unsere Vereinbarung. Keine Ahnung. Der lacht mir ein bisschen zu viel. Alter, leck mich fett. Hey, ich hoffe, uns erwartet eine lange, erfolgreiche Partnerschaft. Na, hoffentlich. Ey, haut der jetzt wieder so einen dummen Spruch raus? Du kannst und gehen, niemand kennt dich. Oh, du Wichskopf, Alter. Los, ich will das Spiel hochladen. Ich muss die Vertragsbedingungen angucken. Yeah! Öffnen. Da ist es. Aber wir müssen hier noch eins aufnehmen. Alter. Ich muss erstmal was essen. Ja, gib mal was zu futtern her. Ja, es gibt wieder Money, Money, Money. So. Oh. Hä? Hier, mach mal. Genau. Das da. Zusammenfassung. Mach mal das da. Das Spiel hängt sich auf. Spielintro. Da. Ah ja, komm. Steht halt nicht dafür, was das genau ist alles. Das ist scheiße. Ja, komm, egal. Level up! Wir müssen unbedingt mal neue Kleidung kaufen. Ich will jetzt dieses Handy haben. Errungenschaft freigeschaltet, mein erstes Smartphone. Lass mal rausgehen ganz kurz. Hab ich doch. Hä, ich hab es doch gerade gekauft! Ach, ich muss warten, bis es ankommt, die Stulli. Ab sofort verlangen deine Follower, dass du oft Content postest. Mindestens einmal pro Tag, sonst werden sie sauer. Sei bitte nicht der Typ, der alle 2 Stunden sein Leben postet. Yeah! Oh, was denn jetzt, Schnuggel? Die geht einfach an meinen PC. Ernsthaft. An der Pinwand kannst du die Posts von Leuten sehen, denen du folgst und ihre Meinung auf verschiedene Themen herausfinden. Manchmal geben sie dir auch Tipps für deinen Kanal, dass er wächst. So, aber wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.